Hallo zusammen, meine lieben YouTuber. Wie ihr seht, ist mal wieder jede Menge zusammengekommen. Und zwar ist es diesmal mal wieder ein Rossmann-Haul. Ich hatte ja noch meine 10% Gutscheine. Ja, es ist trotz allem minus der 10% 41,86 € dabei rausgekommen. Und dabei waren noch einige dabei, die sowieso runtergesetzt waren. Aber prinzipiell lohnt sich das Ganze natürlich trotzdem. Da fangen wir doch auch gleich mal an. Und zwar hatte ich mir gestern die Haare getönt und wollte jetzt eigentlich nur eins davon wieder nachkaufen. Aber es war gerade sowieso im Angebot. Und zwar hat der ganze Spaß pro Stück nur 4,79 € gekostet, statt 5 Euro paar zerquetschte. Ich gedacht, gut, da das ja jetzt meine Lieblingshaarfarbe ist und die ich auch wahrscheinlich weiterhin nehme, schlägst du da mal gleich zu und nimmst mal gleich zwei mit. Genau. So, dann gab es für die freilebenden Vögel diese Nussstangen hier. Und zwar haben die mich jetzt gekostet. Ja, das ist jetzt nicht so einfach, weil ich ja hier x Sachen habe. Ja, das ist nicht das Winterfettfutter. Ja, ist ungefähr alles, bloß das nicht. Ich zeige euch mal eben das andere, was ich da schon gerade sehe auf dem Zettel. Das sind hier diese beiden Fettfutter, jeweils 1 Kilo. Und zwar kosten die jeweils 99 Cent. Genau. Also, ich stelle jetzt das hier erstmal zurück. Vielleicht finde ich das hier jetzt hier noch irgendwo auf dem Ding. Ja, das ist eine tolle Sache. Ich finde das hier nicht. Womöglich ist es gar nicht drin. Also, ich weiß, dass es 99 Cent gekostet hat. Aber ich sehe das hier überhaupt nicht. Das ist ja wohl ein tolles Ding. Ja, dann war es extra billig, würde ich sagen. Ja, also okay, ich lege es jetzt mal beiseite. Vielleicht finde ich es trotzdem noch irgendwann, aber im Augenblick eben nicht. Gut, dann habe ich mir zunächst mal dieses Isana Good Night Wishes Duschgel verwöhnt und pflegt. Und zwar ist dies die Facebook Fan Edition. Ja. Kann ich mal gucken, was es alles gibt. Und zwar. Genau, das kostet 89 Cent. Also die normalen Duschgele, die wären gerade im Angebot gewesen, aber diese sagenhafte Super Edition eben nur nicht. Aber ich meine, 89 Cent für ein Duschgel minus 10%. Ist ja nun auch nicht die Welt. Ja, es riecht. Ich finde, dass es lecker herb riecht. Mir hat der Duft ziemlich gut gefallen. Also diesen Winter, finde ich, haben die da bei Isana super Duschgele. Die haben ja auch das mit dem Karamell. Da habe ich auch noch die Seife hier davon. Warte mal, ich zeige euch die mal eben. Hier, diese hier, ne? Die Winterseife, davon gibt es ja auch das Duschgel. Die ist auch super lecker. Gut, aber weiter geht's. Und zwar habe ich dann noch für meinen Mann mitgenommen diese beiden Duschgele hier. Genau, das waren die, die runtergesetzt waren. Die haben jetzt nämlich nur 49 Cent gekostet. Also eigentlich wollte ich erst nur einen nehmen, aber ich konnte mich nicht entscheiden. Die finde ich, riechen beide super lecker. Ja, genau. Ja, früher hat mein Mann ja immer nur Fahr genommen, aber jetzt hatte er sich ja schon an das Balea Duschgel gewöhnt. Da habe ich gedacht, gut, da kriegt er jetzt auch mal gleich die Konkurrenzmarke aufs Auge gedrückt. Dann kann er dann ja mal gucken, wie er das findet. Genau. Okay, dann geht es weiter wieder mit Tieren. Und zwar für mein Flecki. Das Spaßtrio mit Ente, Huhn und Truthahn. Also diesmal mal keine Dentalbits, sondern ich habe gedacht, kannst du ja auch mal was anderes probieren. Genau, da kostet ein Stück 59 Cent. Okay.
Jetzt kommen wir mehr in den Gesundheitsbereich. So, ich habe ja eine leichte Laktoseintoleranz. So, und deswegen nehme ich also Laktase, falls ich tatsächlich mal irgendwelche Sachen nicht in Laktose frei kriege. So, und der Spaß kostet. Das ist jetzt auch. Ah, hier, Laktasegedöns, 8,99, genau, sind 75 Stück drin, ist also relativ preiswert. Gut, dann kommen wir zum Tee. Das sind ja meine beiden Lieblingstees hier, immer vom Innerbio. Genau, die ganzen Innerbio-Sachen waren diese Woche auch noch wieder billig, da gab es sowieso schon 10% drauf. Und da hat mich der Fencheltee nur 1,19 gekostet und der grüne Tee 1,27. Genau. So. Hier steht immer noch neu drauf. Also ich habe diesen grünen Tee Sencha, den habe ich mindestens schon ein Jahr. Also das Neue können wir mal langsam wegnehmen. Gut, weiter geht's, genau. Da habe ich ja jetzt gute Erfahrungen mitgemacht mit dem Johanniskraut. Kostenpunkt 3,59. Ja, ich meine, dass ich tatsächlich ein bisschen munterer bin, also mental ein bisschen aufgehellt sozusagen, finde ich eine gute Sache. Also wie gesagt, auch wenn es nur die Einbildung ist, dann reicht mir das schon. So, weiter geht's mit solchen Sachen. Und zwar habe ich mir hier von Abtei Baldrian Hopfen Beruhigungsdragees geholt. Baldrian Hopfen 3,49. Genau. So, dann gibt es noch das A bis Z Complete. 5,99. Da ist mein Mann auch mit, deswegen kriegen wir das ja relativ schnell alle. Ne? 42 Tabletten brauchen wir eine pro Tag, das ist das also in 21 Tagen alle. So, ja, und wie gesagt, weil es auf Innerbio-Produkte Prozente gab, habe ich mir noch das Leinsamen geschrotet mitgenommen. Genau, 71 Cent. Also wie gesagt, war sowieso runtergesetzt und dann nochmal die 10%, also super Sache. Ja, okay, also jetzt hatten wir immer noch die Nussstangen. Ich gucke nochmal gerade, ob ich sie finde. Grüner Tee, Spaßrede? Nee, das ist ein tolles Ding. Also dies hier... Habe ich also geschenkt gekriegt. Also wie gesagt, hätte normal 99 Cent gekostet. So, dann kommen wir noch schnell eben zum Globus. Da war ich auch noch. Da habe ich geholt. Einmal das allseits beliebte Eiweißbrot 1,99. Dann esse ich auch zwischendurch jetzt mal wieder normales Brot. Das kostet mich 1,19. Dann nehme ich auch noch immer Süßstoff. Ja, die Süßstoffgegner können jetzt alle wieder aufschreien. Ich mache es trotzdem. Kostenpunkt 89 Cent. So, und dann habe ich gedacht, so, jetzt musst du es doch auch mal versuchen. Und zwar ist das hier Dinkelmehl von Aurora. Das ist jetzt hier Typ 630, aber ich habe irgendwo gelesen. Genau. Das helle, aber feine Aurora Dinkelmehl Typ 630 wird aus dem wertvollen Dinkelkorn gemahlen und lässt sich wie ein Weizenmehl Typ 405 einsetzen. Also das normale sozusagen. Ne? Das wollte ich doch jetzt unbedingt auch mal ausprobieren, um irgendwie noch gesünder zu leben. Kostenpunkt 1,89. Ja, Leute, das war mein Einkauf. Ja, beim Rossmann, da war sowieso die Hölle los. Also normalerweise ist da ja eigentlich kaum
viel los an den Kassen. Aber vor mir eine, die hatte auch die 10% Gutschein, hatte auch den Wagen voll. Also es war da eine größere Sache gewesen. Also wir beide hatten dann da eine größere Schlange sozusagen produziert. Jo, das soll es gewesen sein. Ich hoffe, es hat euch mal wieder Spaß gemacht. Ich sag tschüss und bis zum nächsten Mal.